Kapitel 11, Punkt 6. Einschränkungen bei Gräbern. Die Tatsache, dass Anbetung von Gräbern zu den letzten Dingen gehörte, vor denen der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, warnte, bevor er die Welt verließ, weist darauf hin, dass diese Handlung für seine Umma zu einer ernsthaften Prüfung werden würde. In der Frühzeit des Islam hatte der Prophet seinen Anhängern sogar den Besuch von Friedhöfen verboten, und zwar so lange, bis der Tauhid, der Glaube an die Einheit Allahs, beständig geworden war und das Verbot aufgehoben werden konnte. Es wird vom Propheten, Friede und Segen sein auf ihm, überliefert, dass er sagte: Ich hatte euch verboten, Gräber zu besuchen, aber jetzt besucht sie, denn wahrlich, sie erinnern an das nächste Leben. Jedoch setzte der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, trotz dieser Erlaubnis gewisse Einschränkungen für den Besuch von Friedhöfen, um ein Ausarten zur Grabesanbetung in späteren Generationen zu verhindern. Erstens, um den Weg zur Grabesanbetung zu verhindern, wurde das rituelle Gebet unabhängig von der Absicht auf Friedhöfen rundheraus verboten. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, sagte: Die gesamte Erde ist ein Masjid, ein Ort des Gottesdienstes, außer Friedhöfe und Toiletten. Umar überlieferte auch, dass der Prophet sagte: Betet in euren Häusern und macht sie nicht zu Friedhöfen. Die Verrichtung von freiwilligen Gebeten in den eigenen Häusern ist als ein Beispiel für die Familie empfohlen. Wenn dort keine Gebete stattfinden, dann ähneln sie einem Friedhof, auf dem keine Gebete erlaubt sind. Obwohl die Anbetung Allahs in einem Friedhof an sich nicht gleich Schirk ist, könnte doch der Unwissende unter dem Einfluss Satans denken, die Gebete würden an die Toten gerichtet und nicht an Allah. Daher wurde dieser Weg zum Götzendienst entschieden versperrt. Einmal bemerkte der zweite Kalif, Umar ibn al-Khattab, wie der Prophetengefährte Anas ibn Malik zu nah an einem Grab betete und rief ihm zu: Das Grab, das Grab. Zweitens. Eine zweite Schranke wurde durch das Verbot des Propheten, Friede und Segen sein auf ihm, aufgestellt, in Richtung von Gräbern zu beten, weil dies von Unwissenden später als ein Gebet an die Toten verstanden werden könnte. Abu Murtad al-Ranawi überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, sagte: Betet nicht in Richtung der Gräber und sitzt nicht auf ihnen. Drittens. Die Rezitation des Koran auf Friedhöfen ist nicht erlaubt, da weder der Prophet noch seine Gefährten so etwas gemacht haben. Auch hatte Aisha, die Frau des Propheten, ihn gefragt, was sie beim Besuch des Friedhofes sagen sollte. Er trug ihr auf, den Salam, den Friedensgruß zu geben und ein Bittgebet zu sprechen, jedoch nicht die Al-Fatiha oder irgendein anderes Kapitel des Koran zu rezitieren. Abu Huraira überlieferte ebenfalls, dass der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, sagte: Macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen, denn wahrlich, der Satan flieht aus einem Haus, in dem die Sura al-Baqarah gelesen wird. Diese Überlieferung und ähnliche weisen darauf hin, dass der Koran nicht auf Friedhöfen gelesen werden darf. Zu seiner Rezitation im Haus wird ermutigt und es wird verboten, dieses in einen Friedhof zu verwandeln, in dem keine Rezitation vorgenommen werden soll. Viertens. Der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, verbot die Verschönerung von Gräbern, die Errichtung von Gebäuden über ihnen, ihre Beschriftung oder ihre Erhöhung über die Bodenlinie. Er lehrte auch, dass solche Gebäude abgerissen werden und die Gräber dem Boden gleichgemacht werden sollen. Ali ibn Abi Talib überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, befahl, alle Götzen, denen er begegnete, zu vernichten und alle Gräber, die sich um mehr als eine Handspanne über dem Boden erhoben, dem Erdboden gleichzumachen. Fünftens.
Das Bauen von Masjids über Gräbern wurde vom Propheten, Friede und Segen sein auf ihm, ausdrücklich verboten. Aisha, die Frau des Propheten, überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, als er im Sterben lag, einen Umhang mit Streifen über sein Gesicht zog und sagte: Möge der Fluch Allahs auf den Juden und Christen sein, weil sie die Gräber ihrer Propheten als Orte der Anbetung verwendet haben. Sechstens. Um Grabesverehrung zu vermeiden, hat der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, auch jährliche oder jahreszeitlich bedingte Versammlungen an seinem Grab verboten. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, sagte: Macht weder aus meinem Grab ein Ort des Festes, noch verwandelt eure Häuser in Friedhöfe, und erbittet Allahs Segen für mich, wo auch immer ihr seid, denn er wird mich erreichen. Siebtens. Es wurde ebenfalls vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, verboten, auf Reisen zu gehen, um Gräber zu besuchen. Denn dies bildet den Kern der polytheistischen Pilgerfahrten in anderen Religionen. Abu Huraira und Abu Sa'id al-Khudri überlieferten, dass Allahs Gesandter, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Reist nicht, außer zu drei Masjids, zu Masjid al-Haram, also die Kaaba in Mekka, zum Masjid des Propheten, also die Prophetenmoschee in Medina, und zum Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Als Abu Basra al-Rifari von einer Reise zurückkehrte, traf er Abu Huraira, und dieser fragte ihn, woher er kam. Abu Basra antwortete, von At-Tur gekommen zu sein, wo er Gebete verrichtet habe. Abu Huraira sagte: Wenn ich dich nur erreicht hätte, bevor du gegangen bist, denn ich hörte den Gesandten Allahs sagen: Reist nicht, außer zu den drei Masjids. Und so weiter.